Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Apple macht's, Microsoft macht's und manchmal auch Mercedes. Software-Updates, damit die Hardware besser funktioniert. Heute schauen wir uns mal an, was Pulsar gemacht hat. Hardware ist nur so gut wie die Software, die sie steuert und betreibt. Deshalb gibt es oftmals Software-Updates, die die Leistungsfähigkeit verbessern oder teilweise sogar neue Features, neue Funktionen der Hardware hinzufügen. Das ist beim Handy so, das ist beim Computer so, das ist sogar beim Auto so. Und hier bei den Wärmebildkameras von Pulsar haben wir jetzt einen wirklich großen Schritt machen können mit dem neuen Firmware-Update 3.2, das jetzt Mitte August 2019 auf den Markt gekommen ist. Die neue Firmware 3.2 gibt es für Helion, die Trail und die Ecolette-Serie, jeweils die XQ und XP-Varianten. Das ist ein kostenloses Update und wir schauen uns mal an, was Pulsar hier gezaubert hat. Pulsar arbeitet ständig an der Verbesserung der Algorithmen für die Bildverarbeitung. Im Fokus für die Firmware 3.2 stand die Steigerung der Empfindlichkeit des Mikrobolometers. Der Mikrobolometer ist der Sensor des Wärmebildgerätes sowie der CMOS-Sensor bei der Foto- und Filmkamera. Umso feiner diese Abstufung möglich ist, also die Temperaturunterschiede darzustellen sind, umso einfacher kann man natürlich Sachen entdecken, erkennen und identifizieren. Aber jeder kennt das. Man hat die neueste Software auf den Rechner gespielt, das iPhone geupdatet und man ist sich nicht wirklich sicher, ist es jetzt besser oder schlechter als vorher. Deswegen haben wir zwei XP38 nebeneinander montiert. Auf der linken Seite die neue Firmware 3.2, auf der rechten Seite sieht man die bis dato aktuelle 3.1. Augenscheinlich ist die neue Firmware hier kontrastreicher und auch ein Tick schärfer als die alte Firmware. Und das Geheimnis liegt in den Betriebsmodis. Da gibt es nämlich einmal Felsen, einmal Wald und Identifikation. Auch wenn es im ersten Augenblick so aussieht, als wären es nur drei Presets von Helligkeit und Kontrastwerten, was es teilweise ja auch ist, liegt ein bisschen mehr dahinter. Ich habe die Möglichkeit, relativ schnell umzuschalten, um mein Gerät anzupassen an die unterschiedlichen Temperaturen und Umgebungen. Felsen zum Beispiel ist optimal, wenn ich sehr hohe Temperaturunterschiede habe. Zum Beispiel nach einem sonnigen Tag. Steine, Wege, teilweise Bäume sind extrem aufgeheizt und der Rest ist viel dunkler. Um diesen Kontrast besser darstellen zu können, wähle ich den Betriebsmodus Felsen aus. Bei Wald geht es genau in die entgegengesetzte Richtung. Also sehr geringe Temperaturunterschiede werden hier besser dargestellt. Beispiel frühmorgens. Über Nacht war die Temperatur über mehrere Stunden sehr, sehr gleichmäßig. Das Feld hat die gleiche Farbe, die gleiche Farbdarstellung durch die Temperatur wie die Bäume und die Äste und eine Person ist hier schwer zu identifizieren. Dafür ist dann genau dieser Modus gedacht. Das Auge steht für den Modus Identifizierung und ist optimal, wenn die Situation etwas schwieriger ist. Nebel, Regen, so eine richtige Suppe ist. Natürlich haben wir das jetzt hier nicht gehabt und man sieht, dass die warmen, hellen Bereiche teilweise etwas überstrahlen, aber somit deutlicher zu sehen sind. Guter Vergleich, wenn man alle mal mit dem Red Hot betrachtet. Man sieht hier, dass die einzelnen Modis unterschiedlich mit der Darstellung der Wärme umgehen. Und das ist natürlich eine ganz tolle Geschichte, wenn ich das auch schnell umschalten kann. Und das kann man jetzt. Das Tastenlayout wurde ein wenig angepasst. Die Abtaste hatte vorher die Umschaltung zwischen den Farbmodi und bei längerem Drücken das Einschalten der Wi-Fi-Funktion zur Folge. Jetzt ist die Abtaste ein Durchschalten durch die drei Betriebsmodis. Halte ich die Taste länger gedrückt, schalte ich wieder wie vorher gewohnt meine Farbmodis um. Das Wi-Fi aktiviere ich genau wie vorher auch möglich über das Hauptmenü. Also keine Schnellwahltaste, was aber nicht wirklich schlimm ist, weil das Wi-Fi braucht man nicht ständig. Möchte man wissen, welche aktuelle Software gerade auf dem Pulsar installiert ist, geht man in Geräteinformationen und kann dann die Firmware auslesen.
Wenn man jetzt noch die 3.1 auf dem Gerät hat, dann zeigen wir euch jetzt, wie wir die neue installieren. Dazu gehen wir in StreamVision, in die App, die es für das Pulsarsystem gibt. Wählen dann unser Gerät aus und dann sollte eigentlich auch schon eine neue Firmware angeboten werden. Wichtig ist, dass ich mich jetzt noch im normalen WLAN befinde, also nicht mit dem Pulsar verbunden bin. Ich muss ja erst die Software dazu auf mein Handy herunterladen. Wenn das passiert ist, was aber dann sehr schnell geht, weil es sind nur 2 Megabyte, dann verbinde ich mich mit dem Pulsargerät, also mit dem Helion. Hierzu wird im Hauptmenü des Helions das Wi-Fi aktiviert. Dann wechsle ich vom WLAN in meinem Handy zu dem Helion, damit ich hier eine Verbindung habe. Dann starte ich die StreamVision. Hier wird mir natürlich angezeigt, dass eine neue Firmware bereit ist zur Installation. Ich werde nochmal gefragt und dann installiere ich die Firmware. Das dauert ungefähr 2 Minuten. Hier habe ich es natürlich ein wenig abgekürzt und das Ganze ist fertig. Es gibt 2 Arten von Nutzern. Die einen möchten sofort die neueste Software, das neueste Firmware-Update, das neueste Update auf ihrem Gerät haben. Und dann gibt es die, die ein bisschen zögerlich sind und sagen, warten wir mal ab, mal sehen, was man so im Internet liest. Gibt es da Schwierigkeiten? Vielleicht geht mein Gerät hinterher gar nicht mehr. Und natürlich gibt es auch bei einer Software wie dieser Leute, die sagen, ich glaube, es ist schlechter geworden. Die Sache ist, glaube ich, etwas anders. Wir haben natürlich vorher auch die Möglichkeit gehabt, zwischen diesen Bedienmodis umzuschalten, zwischen Gebirge, also Stein, Wald und diesen Identifikationsmodus. Nur das hat man kaum gemacht, weil man immer erst ins Menü hinein musste. Ich habe mein Gerät immer dann eingestellt, wenn ich draußen war, je nachdem, oder wenn ich in der Stadt unterwegs war, je nachdem, was ich filmen wollte, was ich damit beobachten wollte, habe ich mein Gerät angepasst. Und meistens das auch nur mit dem Kontrast und der Helligkeit. Jetzt mit dem neuen Update kann ich ja über die Abtaste relativ schnell zwischen diesen Modis wechseln und dann merkt man erst, wie unterschiedlich diese Modis sind. Aber das Umschalten ist es natürlich nicht alleine, denn wie eingangs erwähnt, hat Pulsar ja die Algorithmen überarbeitet und die Bedienmodis haben jetzt eine teilweise stärkere Funktion bzw. Einfluss auf das Bild als vorher. Die Wärmequelle wird teilweise in dem Modus Wald extrem verstärkt, teilweise sogar ein bisschen überstrahlt. Aber das macht es einfacher, in einer Umgebung, in der die Temperaturunterschiede nicht so groß sind, viel besser die Sachen zu identifizieren bzw. zu erkennen. Habe ich aber einen sehr starken Kontrast, dann wähle ich halt Stein oder diese Gebirge, die abgebildet sind und habe hier eine bessere Darstellung, weil nicht alles komplett rausfällt. Man muss sich überlegen, dass das Gerät genau wie eine Kamera im Automatikmodus eigentlich immer sich an die vorhandene Umgebung anpasst. Das heißt, wenn ich sehr viel Wärmequellen habe, muss das Gerät herunterregeln, sonst hätte ich einfach nur noch ausgefressene Bereiche. Das heißt, andere Teile werden dann wieder zu dunkel dargestellt. Und dafür sind diese Modis da. Wenn man damit einmal gespielt hat und dann mal durchgeschaltet hat, wird man merken, dass die sehr, sehr hilfreich sind und dass eine sehr gute Möglichkeit ist, sein Gerät schnell darauf anzupassen. Und das war eigentlich auch schon das Fazit. Wir können wirklich empfehlen, installiert diese Firmware auf euren Geräten. Wie gesagt, die Helion, die Trail und die Isolate Geräte sind davon betroffen, beziehungsweise für die gibt es dieses Update. Es ist wirklich empfehlenswert, dass man diese Taste vorne benutzen kann, um schnell zwischen den Modis umzuschalten, ist wichtiger, meiner Meinung nach, als zwischen den Farbpaletten umzuschalten. Zumal ich, wenn ich draußen bin, nachts unterwegs bin, eigentlich fast immer in dem monochrom Rot arbeite, weil ich damit meine Nachtsichtfähigkeit nicht einschränke. Schaue ich auf einen Schwarz-Weiß-Bildschirm, ist dieses Auge erstmal, wenn ich das Gerät wieder herunternehme und ich bin im Dunkeln, relativ lange nicht in der Lage, wirklich etwas zu sehen. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr vielleicht mehr wissen wollt zu dem Thema Wärmebild und Pulsar, wir haben unter anderem einen Film gemacht über die neue Axion-Reihe, das XM 30 und 38, auch das XP 38. Das ist, sagen wir mal, die Oberklasse der Wärmebildgeräte bei Pulsar. Auch das haben wir vorgestellt.
Die Links dazu sind unten in der Beschreibung. Zudem gibt es eine dreiteilige Miniserie, die ich produziert habe aus dem Blickwinkel Wärmebild für Filmemacher. Vielleicht ganz interessant, weil hier wird die Funktionsweise der Wärmebildkamera oder Geräte gerade im Vergleich zu den normalen optischen Geräten, Kameras, Film- und Fotokameras, aufgezeigt. Also wer da mehr wissen möchte, schaut einfach mal da rein. Wenn ihr Fragen habt zu den Pulsargeräten oder zu der Thermaltechnik, schreibt es unten in die Kommentare. Wir werden relativ schnell darauf antworten. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann zahlt in der Währung von YouTube mit einem Like, vielleicht sogar ein Abo. Und wenn ihr ein Abo macht, dann vergesst nicht die Glocke zu klicken, damit ihr über neue Videos informiert werdet. In diesem Sinne, macht's gut und bye bye. Was? Was? Der ist im Urlaub? Wie jetzt im Urlaub? Wir haben doch heute gesagt 10 Uhr im Studio. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Was? Wo ist der? In Griechenland? In Griechenland macht der Urlaub. Was, muss ich das Zeug hier machen oder was? Ich bin normalerweise hinter der Kamera. Nee, ich habe hier vorne nichts verloren. Ich bin normalerweise der... Pulsar hat jetzt Mitte August 2019 eine neue Firmware herausgebracht für die Helion, für die Trail und die... Da muss ich nochmal nachschauen, wie das Ding heißt. Shit.